Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Ja, heute um 17.30 Uhr, wenn alles klappt, bin ich heute live für euch mit Fortnite. Und übrigens für Dienstag gibt es ein kleines Video, wo ich dann ganz hinten was erkläre wegen meiner Blogs. Deswegen kommen die Blogs dann nur noch auf YouTube erstmal. Ich denke mal so 14 Tage, 3 Wochen ungefähr, bis ich dann wieder alles so geregelt habe nach meinem Urlaub und so, weil ich mache einen Kurzurlaubtrip. Und muss dann mal gucken, wie ich das mache, weil ich muss ja für die Firma erreichbar sein. Ihr wisst ja, ich bin in der Kurzarbeit. Und ja, also 14 Tage habe ich so ein bisschen mal Entspannung vor, ein bisschen Seele baumeln lassen und so weiter. Und ja, einfach mal ein bisschen abschalten von dem ganzen Chaos und Stress die letzten paar Monate, die ich hatte. Besser die letzten paar Monate, seit letztem Jahr, sagen wir mal so. Die ja ein bisschen schief gelaufen sind von meinen Projekten her. Wie gesagt, ich habe ja ein neues Projekt angenommen. Auch das läuft nicht so richtig an, wie es sein sollte. Und ja, meine ganzen Kollegen habe ich das Gefühl so, die ich mit zusammenarbeite, dass die da irgendwie was vergeigen die ganze Zeit. Und ich einfach zu wenig Zeit habe, für die irgendwas auszubauen. Aber jetzt habe ich sie und jetzt muss ich aber erstmal meine Seele baumeln lassen und ja, mal gucken, wie das alles weiterläuft. Vielleicht habe ich auch bis dahin, wenn es alles klappt, so wie ich es mir vorher geplant habe, vielleicht noch doch noch dieses Jahr ein Auto. Es wird eine Schrottkiste sein, aber erstmal für Übergangsweise wird das erstmal gehen, aber egal. Ja, also ein bisschen Arbeit habe ich an der Kiste schon, also ich habe mir eine schon angelacht, so ist es nicht. Muss aber erstmal gucken, wie ich das alles hinkriege, wie gesagt, also technikmäßig ist ja soweit in Ordnung, aber karosseriemäßig nicht, dass er wenigstens TÜV kriegt erstmal und ja, und ich will nur nicht so viel Geld reinstecken, also wenn nicht, verkaufe ich sie wieder für 400 Euro, weil 400 Euro habe ich ausgegeben für die Kiste und gebe dann nochmal 400 Euro aus oder so, mal gucken, ja. Naja, jetzt wisst ihr schon wieder das Neueste und ja, wie gesagt, ich mache das mal erstmal so nach und nach, Stück für Stück. Und ja, meine Projekte laufen nicht so richtig, aber naja, ist halt eine schwere Zeit hier in Deutschland und es hat alles ein bisschen mit dem Kauf zu tun und so weiter. Man kriegt nicht alle Teile, die man bräuchte, ja, oder man wartet halt US lange, bis man die Teile kriegt und da habe ich keinen Bock. Also, ich wünsche euch was, wir hören uns dann heute um 17.30 Uhr, ne, im Livestream mit Fortnite. Bis dahin, ciao, ciao.